Hallihallo, ihr lieben Fräulein Chats, zu einem neuen Video von mir. Heute stelle ich mich wieder all euren Fragen, die ihr mir bei Instagram gestellt habt und wünsche euch viel Spaß beim Ansehen. So, es geht los. Handy habe ich wieder bei mir, wo die Fragen von euch gespeichert sind. Wie würdest du dich beschreiben? Ehrlich, liebevoll, chaotisch, aber für jeden Scheiß zu haben. Gibt es dafür eine Beschreibung? was ist dein größter Wunsch? Ich glaube, das wisst ihr alle, oder? Was aktuell nicht nur mein, sondern unser größter Wunsch ist, das ist natürlich, dass wir nochmal Nachwuchs bekommen. Genau, ihr wisst, alles ohne Druck, aber nichtsdestotrotz ist natürlich dieser Wunsch da und ja, wer auf jeden Fall einer unserer größten Wünsche im Moment. Ansonsten sind wir gerade tatsächlich wunschlos glücklich. Wie hieß das aktuelle Kapitel? Wäre dein Leben ein Buch? Wow. Wie? Ja, das ist eine gute Frage. Ihr seht, ich habe mir vorher keine Gedanken gemacht. Ich versuche das auch immer ohne Schnitte hier hinzubekommen. Wie würde das aktuelle Kapitel heißen? Oh Gott, Hilfe. Auf dem Weg zum Glücklichsein trifft es, glaube ich, ganz gut. Ich bin noch nicht glücklich, aber arbeite ganz intensiv daran, dass ich es ganz bald bin. So, an welches Ereignis aus deiner Kindheit kannst du dich am ehesten erinnern? Ich glaube, das waren immer die Übernachtungen zusammen mit meiner Cousine bei der Oma. Das war immer richtig schön und daran erinnere ich mich noch richtig gut und auch gerne tatsächlich, ja. Wollt ihr für immer im jetzigen Haus bleiben oder wollt ihr irgendwann ein Eigenheim kaufen? Kaufen ist für uns im Moment keine Option. Das Bedürfnis haben wir ehrlich gesagt nicht. Aber dass wir für immer hier wohnen bleiben, das wage ich jetzt auch zu bezweifeln. Weil wenn irgendwann alle Kinder aus dem Haus sind, glaube ich, wäre das Haus doch ein bisschen arg groß für meinen Mann und mich. Also für immer nicht hier bleiben, aber wie gesagt, kaufen ist aktuell auch keine Option. So, ist Sofatutur wirklich so gut wie angepriesen? Ja, besser sogar. Sofatutur ist einfach zu gut, um es euch vorzuenthalten. Und deshalb zeige ich euch heute mal ein Feature, was wir mega feiern, wo ich bisher aber noch gar nicht so drauf eingegangen bin. Und zwar ist das der Vokabeltrainer. Das könnt ihr einfach in der Suchfunktion eingeben. Ihr habt dann da drei verschiedene Sprachen, die ihr wählen könnt und welche Vokabeln ihr lernen wollt. Ist Manchi bei seiner Oma zum Essen eingeladen? Am liebsten ist er dort. Fruit and Vegetables. Obst und Gemüse. Manchi likes to eat healthy food. Manchi isst gerne gesundes Essen. Und so lernt euer Kind spielerisch eine Fremdsprache seiner Wahl und kann dann auch anschließend die Übung dazu machen. Hier musste man jetzt zum Beispiel Obst und Gemüse sortieren oder dann angeben, wie das Wort heißt. Genau, also wirklich super praktisch. Das ganze Sofatutur-Portal ist werbefrei und euer Kind nutzt so die Zeit wirklich sinnvoll am Handy oder Tablet. Ja, hier absolutes Lieblingsfach derzeit ist Sachkunde. Da wird all das Wissen auch wieder kindgerecht aufgesaugt. Und ihr dürft jetzt auch das Ganze wieder kostenlos testen und anschließend könnt ihr 80% sparen. Das ist einfach richtig Wahnsinn. Was isst du beim Fasten abends? Das, was ich mittags für die komplette Family gekocht habe. Also ich mache mir nichts Eigenes. Ich esse einfach ja, die Gerichte, die jeder hier in der Familie isst. Und ich, wenn ich da mittags koche, dann mache ich mir da einfach meine Portion auf die Seite und das esse ich dann abends. Was ich auch ganz oft dazu esse, weil mich das zum Beispiel richtig gut sättigt, ist eine Banane. Dann esse ich noch einen Apfel und eine Mandarine. Genau, damit ich nicht zu sehr im Kaloriendefizit bin, weil das wäre dann auch am Ende kontraproduktiv. So, das hatten wir. Was machst du mit all den Diamond Paintings, wenn du fertig bist? Ich weiß immer nicht, wohin mit den selbstgemachten. Also ganz, ganz viele Diamond Paintings. Ich suche mir halt echt immer nur schöne Motive aus, die der Kleinsten gefallen und sie hängt sie dann immer in ihrem Zimmer auf. Allerdings muss ich mir demnächst auch was einfallen lassen, weil das Zimmer ist jetzt mittlerweile voll. Dann habe ich mir jetzt schon
Diamond Paintings, so Gamer Diamond Paintings bestellt. Die kommen dann mal so nun mal ins Zimmer. Da durfte er auch sich extra die Designs aussuchen. Und manchmal mache ich auch, habe ich euch ja im letzten Vlog auch gesagt, so Tier Diamond Paintings. Und das verschenke ich dann ganz gerne an eine ehemalige Kundin von dem Pflegedienst, wo ich gearbeitet hatte, weil sie sich da ganz, ganz arg drüber freut. Das heißt, sie hat eine kleine Freude. Und ich hatte meine Entspannung. Ihr wisst, ich liebe Diamond Painting. Es ist mir teilweise sogar egal, welches Bild ich mache, aber dieses Gefühl von totaler Entspannung, das bekomme ich wirklich nur beim Diamond Painting tatsächlich hin im Moment. Genau, und wenn auch diese Kapazitäten alle ausgeschöpft sind, muss ich mal ganz ehrlich gucken, was ich mit den Bildern mache. Also mir gefällt es jetzt zum Beispiel nicht, die im Wohnzimmer hängen zu haben. Aber vielleicht hier im Büro ist ja noch ein bisschen Platz. Ja, mal gucken. So, wo bin ich? Was ist deine Lieblingseissorte? Ganz unterschiedlich. Also für zu Hause hole ich ganz gerne das Walnusseis. Also das mit diesen Walnussstückchen. Das schmeckt mir allerdings in der Eisdiele zum Beispiel gar nicht. Da esse ich dann... Ja, was esse ich da? Das ist eigentlich immer ganz unterschiedlich. So Raffaello-Eis zum Beispiel mag ich ganz gerne im Sommer. Aber so eine richtige Eissorte habe ich nicht zu 100%, weil ich auch nicht so der große Eisesser bin. Meine Kinder schon, ich aber eher weniger. Hast du noch den Link von der Jogginghose? Ach ja, den hatte ich gestern bei Instagram gezeigt, meine Jogginghose. Link leider nicht mehr, aber die hatte ich bei Timo bestellt gehabt. Genau, das ist so meine liebste Jogginghose im Moment. Wie viele Stunden am Tag verbringst du mit Lesen und wie lange brauchst du für ein Buch? Oh Gott, wie viele Stunden? Also im Moment eher weniger, weil ich jetzt gerade wieder dabei bin, so ein Diamond Painting fertig zu machen. Da kann man ja nicht nebenbei lesen. Wenn ich jetzt aber nicht gerade ein Diamond Painting am Fertigstellen bin, dann lese ich eigentlich so morgens eine halbe Stunde, während ich meinen Kaffee trinke. Und dann je nach Zeit. Ne? Manchmal lese ich mal nachmittags eine Stunde, manchmal abends vom Bett gehen eine Stunde. Also es ist nicht so, dass ich kontinuierlich lese, sondern ich baue das halt immer so ein, ja, wie es jetzt gerade passt. Ne? Das ist mal mehr, mal weniger. Ich hatte schon Tage, einen Sonntag, wo das ist ja so mein Chiller-Tag. Da habe ich zum Beispiel ein komplettes Buch gelesen. Ist aber die Seltenheit, ist nur einmal passiert. Dann hatte ich von der Franzia ein Buch gelesen. Da hatte ich 3 Tage für gebraucht. Je spannender das Buch ist, desto schneller habe ich es durch. Aber wie gesagt, das kommt immer ganz drauf an. Ihr wisst es ja selbst, ne? Nicht jeder Tag ist wie der andere. Und ja, einfach so, wie ich dazu komme und halt natürlich auch Lust habe. Ne? Was ist euer Favorit bei Switch-Spielen, generell Spiele, die ihr aktuell spielt? Bei Switch-Spielen ist eindeutig Mario Party, da gibt es ja 2 verschiedene für die Switch. Das neuere von beiden Spielen war am liebsten, weil das ältere ist jetzt irgendwie, ja, ist eigentlich auch ganz gut, spielen wir auch ab und zu, damit wir ein bisschen Abwechslung haben. Aber eigentlich so aktuell immer Mario Party und Mario Kart 8, das war jetzt auf unserer Switch schon installiert. Das sind so die Spiele, also ihr merkt schon, wir gehen halt so in Richtung Mario, ne? Wir haben ja auch das Mario Wonder, spiele ich zum Beispiel auch ganz gerne, aber lieber alleine. Mir ist das da immer zu kompliziert, auf die anderen warten zu müssen, ne? Bis man weiter kann. Und ja, deshalb, also Mario Party ist so eins unserer aktuellsten Lieblingsspiele. Und bei den Brettspielen ist Kack, Kackalakack. Oder Wer ist es? Spielen wir auch total gerne. Ja, das sind jetzt so die 2, die wir am meisten spielen. Und natürlich der Klassiker Uno. Ne? Uno spielen wir auch immer wieder mal zwischendurch. Wenn ihr könntet, würdet ihr ein Haus kaufen oder bauen? Ich glaube, wenn überhaupt, na, ich habe euch ja gesagt, das ist im Moment keine Option, aber wenn überhaupt, würden wir, glaube ich, kaufen. Ich weiß nicht, ob ich mir den Stress mit selbst bauen machen wollte. Und irgendwie finde ich, haben so ältere Häuser für mich immer so ein bisschen Charme. Da kann man dann noch so sein eigenes mit einbringen, aber irgendwie gefällt mir das tatsächlich besser wie so viele Neubauten, die oftmals so steril wirken. Ich hoffe, ihr versteht das. Moment, da bin ich. Was war dein größtes Learning in der Zeit von Social Media? Ich finde, man wächst da sicher rein. Ja, man wächst auf jeden Fall rein. Man lernt auch immer wieder Neues dazu. Ne? Es ist irgendwie nicht so, dass man auf der Stelle steht.
Ja, was war das größte Learning in Social Media? Ich glaube tatsächlich, die Privatsphäre mehr zu wahren. Das hätte ich von Anfang an ein bisschen mehr tun sollen. Da müsste ich mich nicht mit vielen, teilweise unverschämten Fragen immer auseinandersetzen, weil dann wäre es eigentlich selbstverständlich, dass ich die nicht beantworten möchte. Also das ist das Erste, was ich gelernt habe, nicht zu viel vom Privaten zeigen. Klar, ich nehme euch viel mit, auf Instagram ja im Moment täglich, außer meistens sonntags. Ich zeige euch viel von meinem Alltag, aber ich glaube, das habt ihr auch gemerkt, so die privaten Details, die lasse ich mittlerweile aus, einfach weil es gut ist. Und Social Media ist teilweise schon ein hartes Pflaster. Also man muss sich da nicht auch mit Hasskommentaren nur auseinandersetzen, sondern auch wirklich teilweise mit Bedrohungen. Und es macht mir Angst und zeigt mir aber, dass ich mein Privatleben noch ein bisschen mehr schützen muss. Also das habe ich ganz, ganz deutlich über Social Media gelernt, ja. Was für Musik magst du? Gehst du gerne auf Konzerte? Musik ist so Rock, Pop-Rock und so ein bisschen Punk mag ich auch mega gerne. Ja, das sind so tatsächlich auch ist es so Musik, so schöne Rockmusik. An schlechten Tagen, wenn ich die höre, geht es mir meistens ein bisschen besser. Also Rock ist so, ja, mag ich sehr gerne. Konzerte, ehrlich gesagt, nicht mehr. Ich war früher ultra gern auf Konzerte. Ich war auf vielen Konzerten. Aber mittlerweile macht das einfach mein Rücken nicht mehr mit. Und ja, sobald es so ein reines Stehkonzert ist, bin ich da ja einfach schon komplett raus, was das angeht. Genau. Druck in der Schule, wie geht ihr damit um, falls es vorhanden ist? War es früher einfacher? Ja, also ich fände, früher war es definitiv einfacher. Ich habe ja jetzt auch schon in allen Altersklassen Kinder durch. Und ich fand, früher waren die Anforderungen an die Kinder nicht so extrem. Also das hat sich heute schon arg geändert, ja. Wenn ich gucke, in welchem Pensum jetzt unsere Kleinste in der ersten Klasse lernt, das ist heftig. Das sind teilweise, machen sie Sachen, die haben, hat die Große zum Beispiel in der zweiten Klasse noch nicht gemacht. Also das finde ich echt arg. Aber wie gehen wir damit um? Spielerisch. Ja, wir versuchen viel spielerisch zu machen, damit das Kind gar nicht merkt, der Druck ist da, dass es was machen muss, sondern ja, sofort Tutor. Da sind wir halt wieder beim Thema. Ne? Das hilft uns ganz arg beim Lernen zum Beispiel. Ich mag es aber auch nicht, Druck. Ich versuche eigentlich selbst immer so den Druck rauszunehmen und sage dann auch, wenn du was nicht kannst, ist es nicht schlimm. Dafür gehst du in die Schule, um das zu lernen. Natürlich, es wird ganz, ganz viel Druck von der Schule gemacht. Und das finde ich teilweise echt schlimmer. Man muss mal überlegen, wie alt die Kinder sind, wenn die eingeschult werden. Ja, die sind noch mitten in ihrer Kindheit und sollen von jetzt auf gleich einfach so unfassbar viel können. Und es tut mir ehrlich gesagt immer so ein bisschen leid. Also Druck, ich versuche einfach den Druck herauszunehmen und das Ganze spielerisch beizubringen, damit eben dieser Druck nicht so aufgebaut ist. Wisst ihr, was ich meine? Was macht ihr, wenn sich Max und die Katze sich nicht vertragen? Ja, das ist eine gute Frage. Was macht man dann? Da habe ich mir ehrlich gesagt noch nicht so Gedanken drüber gemacht, weil der Max hat ja schon Katzenerfahrung. Hatte ich euch ja auch im letzten Vlog schon erzählt. Da kann ich mir fast nicht vorstellen, dass es gar nicht klappt. Ich meine, klar, die Katze ist keine Hunde gewohnt. Der Max ist Katzen in unserem Haushalt nicht gewohnt. Das wird schon eine Umstellung. Ich denke, dass das am Anfang schon so ein bisschen tricky werden wird. Aber letztendlich ist es ja dann am Schluss, wenn sich jeder eingewöhnt hat oder zusammengelebt hat, ist es ja eine richtige Bereicherung. Und ich denke, dass wir das schon hinbekommen werden. Und wenn es halt gar nicht klappt, darüber möchte ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht Gedanken machen, weil wir holen uns ja keine Katze, um sie dann wieder abzugeben, weil sie sich nicht mit dem Hund verträgt. Ne? Das ist halt, da müssten wir dann einfach gucken, wie wir es machen tatsächlich, ja. Was aber schon so, was wir schon mal im Hinterkopf hatten, ist so ein Babytürchen. Die kennt ihr ja, ne? Diese Sicherheitstürchen. Dass man da vielleicht eins reinmacht, ne? Dass die Katze sich im einen Hausteil aufhält und der Hund im anderen Hausteil. Das wäre aber nur wirklich die absolute Notlösung, wenn das der Fall sein sollte. Ansonsten, ne, ich bin ja, dadurch, dass ich ja von zu Hause aus arbeite, bin ich ja immer da und habe das ganz gut im Blick hier. Was tut ihr aktiv für den Kinderwunsch, außer räusper kuscheln natürlich? Ja, das gehört natürlich dazu. Wir können ja hier offen reden, gell? Was tun wir? Also ich habe da so eine App, die habe ich aber schon lange vor dem Kinderwunsch gehabt. Die nutze ich schon
Ach Gott, die nutze ich schon, bevor ich überhaupt in der kleinsten schwanger war. Also bestimmt schon 8, 9 Jahre, um meinen Zyklus so ein bisschen zu überwachen, weil der immer so unregelmäßig war. Also in die App Ovulationstests nutze ich. Und ich nehme Progesteron, ja, diese Gelbkörperhormone. Das sind dann so kleine Kapseln, die man sich halt einführt. Ja, mehr machen wir nicht. Genau, das muss erstmal ausreichen. Und wir sind jetzt auch erst im zweiten Zyklus mit Progesteron. Und ja, gespannt, ob es vielleicht bald klappt. Ich hoffe es. Bleibt ihr Sommerurlaub? Nein, im Moment ist kein Sommerurlaub geplant. Bekommst du viel Kritik zur Lernplattform-Werbung? Nee, da geht's eigentlich, was so Kritik angeht. Ich meine, im Endeffekt, ich bekomme zu allem Kritik. Ich bekomme Kritik, weil ich die Haare nicht gerne offen trage. Ich bekomme Kritik, weil ich meine Augenbrauen schminke. Ich bekomme Kritik wegen diesem Pullover, weil mir rosa nicht steht. Ich bekomme Kritik wegen meinem Essverhalten. Wegen meinem Haushalt, ich bekomme wegen allem Kritik und ich würde jetzt nicht behaupten, dass es jetzt wegen Sofatutur zum Beispiel mehr Kritik ist, das ist nett. Ich meine, klar, manchmal sind die Leute schon so ein bisschen genervt, wenn wieder Werbung kommt, aber auf der anderen Seite sage ich, die so genervt sind, das sind die, die nicht bereit wären, jeden Monat, ich sag jetzt mal, einen Betrag XY 10 Euro zu zahlen, damit keine Werbung kommt. Bis dann. Keiner kann von Luft und Liebe leben, deshalb bin ich natürlich auch auf meine Arbeit angewiesen. Und, aber die Kritik selbst würde ich nicht behaupten, dass die jetzt enorm größer ist dadurch. Das ist nett, weil wie gesagt, die Leute, die kritisieren wollen, die finden grundsätzlich eh immer was. Man könnte denken, man sei der perfekteste Mensch auf Erden und trotzdem würden sie da auch irgendwo ein Haar in der Suppe finden. Von daher, ja. Deine Meinung zu AG1 hat es letztens im Hintergrund im Video gesehen. Ey, was ihr nicht alles seht, das ist manchmal einfach so unfassbar krass, ey. Erzähle ich euch bald mehr. Wie teilt ihr den Haushalt auf? Zum größten Teil mache ich fast alles. Liegt einfach daran, weil ich bin jetzt nicht eine Sakrotan-Susi und auch nicht mega penibel. Aber wenn zum Beispiel frisch geputzt ist, möchte ich halt auch, dass es frisch geputzt aussieht. Vielleicht habe ich da auch einfach einen Schaden. Deshalb mache ich vieles einfach selbst und dann weiß ich, es ist so, wie ich es halt gerne möchte. Aber mein Mann kümmert sich um den kompletten unteren Bereich, also Eingangsbereich, natürlich sein Schlafzimmer und diesen Kellerraum, dass da alles sauber ist. Der Sohnemann kümmert sich um sein komplettes Reich. Also sein Badezimmer, sein Flur, die Treppe runter und sein Zimmer. Das sind so Dinge, die ich nicht mache. Und Müll übernimmt mein Mann und mein Sohn im Wechsel immer. Genauso wie Holz holen, gehört ja auch irgendwie dazu, ne, zum Heizen. Und die Kleinste beauftrage ich immer mit Aufräumen. Ich wollte gerade putzen sagen. Mit Aufräumen und sie hilft mir da auch immer tatsächlich freiwillig ganz arg viel mit. Wenn ich jetzt sage, wisch mal Staub im Zimmer, klar, manchmal muss ich da schon nochmal drüber gehen, aber sie ist da auch schon sehr motiviert. Also, ja, das klappt eigentlich im Moment ganz okay. Ich muss aber auch sagen, hier im neuen Haus habe ich bei weitem nicht mehr so viel Arbeit wie vorher. Irgendwie, warum auch immer, haben wir tatsächlich wesentlich mehr Grundordnung drin, sodass ich an Putztagen minimal aufräumen, aber überwiegend nur putzen muss, ja. Was magst du an? Moment. Was magst du an? Ich weiß leider nicht, was gemeint ist. Ah, was magst du an dir? Was magst du nicht? Ich hätte nochmal neu geschrieben. Was mag ich an mir? Ja, ist eine gute Frage. Das müsste ich. Ach, seht ihr, da ist das Selbstbewusstsein wieder ein bisschen im Weg. Ich kann jetzt eigentlich nicht zu 100% sagen, was ich an mir mag. Das ist keine Ahnung. Ich ganz schlecht zu beantworten. Ihr wisst ja, ich bin in Therapie. Und da versucht auch gerade der Therapeut ein bisschen mit mir mein Selbstbewusstsein aufzubauen. Was da so über die Jahre verloren gegangen ist, deshalb, ich kann es leider gerade echt nicht beantworten. Das ist, eigentlich ist es echt traurig, wenn man so drüber nachdenkt, gell? Ja, was magst du an dir nicht? Seht ihr, und da könnte ich jetzt ganz vieles tatsächlich aufzählen. Ich bin immer noch nicht zufrieden mit meiner Figur, auch wenn ich schon so unendlich viele Kilos verloren habe. Aber, ne, dass ich damit noch nicht zufrieden bin, ist ja klar. Was mag ich nicht? Dieses Teil da, das ist so ein Hautüberschuss, der kam
vor 1,5, 2 Jahren und wird immer größer. Könnte ich mir rausoperieren lassen, aber auf der anderen Seite, es fällt schon unter Schönheits-OP, möchte ich das. Es ist halt ein Makel von mir, ne? Ich mag meine Augenringe nicht. Die sind immer so tief, egal was ich mache. Und ja, also ihr seht, da könnte ich jetzt noch vieles, vieles mehr aufzählen tatsächlich. Vielleicht könnt ihr mir mal schreiben, was ihr an mir mögt. Also wirklich, was ihr wirklich mögt. Vielleicht kann das das Selbstbewusstsein so ein bisschen stärken. Gibt es etwas, was du bereust, nicht im Jugendalter getan zu haben? Nee, also nichts, was ich jetzt beeinflussen könnte, würde ich... Nee, also... Ja, ihr wisst, was ich meine. Nee, eigentlich bereue ich tatsächlich aus dem Jugendalter nichts. Ich wurde zwar früh schwanger, aber das habe ich tatsächlich nicht einen Tag bereut. Habe auch nicht das Gefühl, irgendwie was groß verpasst zu haben. Ich war aber auch nie der übelste Partygänger. Klar, auch mal, aber... Nee, ich bereue tatsächlich nicht, nichts getan zu haben. Oder was auch immer nicht getan zu haben. wie machst du das mit dem Fasten und wie lange und was trinkst du? Fasten, ja. Also ich faste tatsächlich 24 Stunden. Ich esse eine Mahlzeit am Tag um 24 Uhr. Trinken tue ich Holy, das wisst ihr, Wasser und manchmal auch Tee und Kaffee schwarz. Wobei man eigentlich auf Kaffee verzichten sollte beim Fasten, habe ich mir jetzt sagen lassen. Aber Jasmin ohne Kaffee, unvorstellbar hier. Genau, so mache ich das und wie gesagt, 24 Stunden Fasten. Ja, bist du religiös? Nee, überhaupt nicht. Wenn du einen Tag nur für dich hättest, was würdest du tun, egal wo? Ich glaube, ich würde mich an den Strand setzen, irgendwo, wo es richtig schön warm ist und ja, einfach nur ein Buch lesen, die Seele baumeln lassen, das würde ich tun. Habt ihr eine komische Essenskombination in der Familie? Zum Beispiel Nutella mit Käse. Nee, das Ding ist, der Christian kommt ja hier aus Baden-Württemberg und ich komme ja aus der Pfalz. Und er findet zum Beispiel manchmal die Gerichte, die ich mit einer Beilage zum Beispiel kombiniere, findet er sehr faszinierend. Ich aber bei ihm genauso. Das ist jetzt zum Beispiel das typische Beispiel, das gibt es nämlich heute bei uns zu essen. Kartoffeln, Spinat und Rührei. So kenne ich das. Er kennt das aber mit gekochten Eiern, ja. Und er nimmt wirklich das ganze Ei auf die Gabel und tunkt das oder taucht das einmal so durch den Spinat. Das kenne ich so auf jeden Fall nicht. Aber in der Pfalz ist es zum Beispiel ganz normal, dass man Wurstsalat mit Pommes isst. Da habe ich auch von euch schon manchmal gehört, oh, das ist aber eine komische Kombi. Nee, das ist bei uns in der Pfalz ganz normal. Findet der Christian auch immer komisch. Na, also das würde ich so sagen, die zwei Gerichte, das sind auf jeden Fall unsere komischen Essenskombinationen. Wobei das eine für mich ganz normal ist und das andere für meinen Mann ganz normal ist. Ne? Weil sonst, nee, haben wir eigentlich nichts. welche Werte und Normen vermittelt ihr euren Kindern? Ich bin ehrlich, ich vermittle denen gar nicht so, so viel, weil ich möchte, dass sie eigenständige Personen werden mit ihrer eigenen Meinung. Ich möchte, dass sie später hinter ihrer eigenen Meinung stehen und das bestärke ich tatsächlich. Aber da gibt's jetzt ehrlich gesagt nichts, wo ich sagen würde, da beharre ich drauf oder da lege ich viel Wert drauf, weil ich, wie gesagt, ich will einfach, dass sie eigenständig werden. Das ist mir nicht eigenständig, sondern hinter ihrer eigenen Meinung stehen. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Ansonsten gilt bei uns die Devise und damit kommen wir tatsächlich viel weiter als mit Bestrafung oder Schimpfen. Liebe. Das Zauberwort bei uns ist hier drin wirklich Liebe. So funktioniert das tatsächlich am besten. Ich habe in der Vergangenheit, bin ich ganz ehrlich, ich bin ja auch nicht perfekt hier, auch schon mit Schimpfen versucht, aber ich habe gemerkt, gerade bei unserer Kleinsten, ich komme da absolut nicht weit. Ne? Sie ist ein Sturkopf wie ihr Vater, hat sehr viel Temperament und wenn man da schimpft oder sagt, du setzt dich jetzt mal 10 Minuten auf Treppe, dann wird es nur noch schlimmer. Und deshalb einfach, wenn das Kind trotzig ist, in den Arm nehmen und sagen, beruhig dich erstmal, dann reden wir. Und das funktioniert tatsächlich bei uns ultra gut im Moment. Ja, also Zauberwort in unserer Erziehung, Liebe. ja, gute Frage. Wann wirst du schwanger? Haha, als könnte ich das jetzt tatsächlich beantworten. Keine Ahnung, wer will, kann ja mal orakeln. Schreibt es mal unten in die Kommentare, was ihr denkt, wann ich schwanger werde. Ich sage diesen Monat. Wer bietet mehr?
Das ist halt, wie soll ich denn das beantworten? Ich kann ja nicht in die Zukunft gucken, ne? Könntest du dir vorstellen, dich vegetarisch bzw. vegan zu ernähren? Vegan, ehrlich gesagt, nein. Es gibt einfach Produkte, auf die kann ich nicht verzichten. Milch, Quark, Joghurt, das sind so Sachen, da will ich nicht drauf verzichten. Vegetarisch wäre für mich kein Problem. Hier gibt es nur Fleischgerichte, weil die Family das total gerne mag. Wegen mir aber nicht. Wegen mir könnten wir komplett vegetarisch leben. Das würde ich hinbekommen, aber vegan ist absolut nicht meins, bin ich ganz ehrlich. Wo findet man den Laden in Pforzheim? Da würde ich auch gerne mal stöbern. Ah, ich weiß, welchen Laden du meinst. Diesen Secondhand-Laden, den ich gezeigt habe, gell? Das ist der ML-Kauf Gebrauchtwarenhaus, so heißt das, in Pforzheim in der Nacklerstraße. Genau. So, ihr Lieben, die Kamera blinkt. Ich habe so lange gequatscht und deshalb soll ich das Video besser beenden. Ich hoffe, es hat euch ausgemacht. Bahn, ich wollte doch nur noch das Ganze kurz beenden. Ich freue mich über euer Däumchen nach oben, über euer Feedback hier unten in den Kommentaren und sage bis ganz bald. Ciao.